Please give me a sign. Show me your mind. 'Cause I can't walk alone. I see you are shaking. Sei's drum. Nobody is perfect und ich bin's schon gar nicht. Und wenn du einen Perfekten suchst, dann bist du da leider falsch. Zurück zu einer weiteren Ausgabe von Fallout 4. Wir sind da in der Burg herunten. Ich weiß nicht mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir werden einfach irgendwas weitermachen. Genau. Und mit irgendwas finde ich natürlich ganz toll, weil irgendwas kann immer noch was Gutes bedeuten. Hätte ich mir gedacht. Ja. Aber wir sind auch immer überladen wie... Ja. Oh. Wir stecken nur immer in der Power. Rüstung. Ah, wir stecken in der Powerrüstung. Okay, das ist natürlich... Weißt du was, wir werden diese Powerrüstung einfach verstecken. Wir werden die... Seien Sie gegrüßt, Kumpel. Wo haben wir Powerrüstungsstation? Na, Junge, mir ist momentan noch nix. Weil ich einfach nicht weiß, was ich tun soll. Wir werden nochmal zurückreisen in die Red Rocket, werden die Powerrüstung herrichten. Werden uns selber nochmal herrichten und dann werden wir einfach einmal in die Dings marschieren, dort zu diese komischen, gerührten, geschüttelten, gefeuerten, weiß ich nicht, wie die heißen, du weißt eh, da in dieses komische Stollwerk da, zwecks, der Finch Farm, genau, das ist rausgekriegt heute auch noch, ah, genau, die steht auch noch im Weg, genau, jetzt weiß ich, was wir machen wollten. Den Schrott habe ich belagert. Damit, du darfst doch gern einer kreuen. Und sobald wir das Ding kriegen. Junge, Junge, das ist eine Menge Metall. Ah ja, genau. Das war die Stelle, wo ich. Ja, wo ich falsch gelandet habe. Und die wir jetzt halt nochmal machen müssen. Schade. Gut, jetzt. Bauen wir die Powerrüstung da auf. Dann müssen wir später noch zu dieser komischen... noch zu diesem komischen Trainingsgelände da, oder was das immer war. Keine Ahnung. Fragen wir jetzt bitte nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ausrüsten. 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 Aus. Hä? Achso, den muss ich reparieren. Okay. Sorry, mein Fehler. Warte mal kurz. Jetzt verlassen wir das mal ganz kurz. Ja, schaut jetzt so ein bisschen scheiße aus mit den T60 Beine. Aber was so ist. Aber was so ist. Ich hab momentan. Ich hab's nicht. Wir müssen uns irgendwo. Ich nehme da mal eine mit. Wir müssen uns das alles irgendwo zusammenschnorren. Die Institutpistole da mal weg. Das müssen wir alles herrichten. Nur ist halt das große Problem, dass wir keinen
ich gebe es zu, Klebstoff haben. Genau. Da hätten wir noch Waffen herinnen. Okay, wurscht. Ich hau dort einmal ein bisschen was an Kleidung dazu ein. Ich werde das dann später außerhalb von den ganzen Quagel mal ein bisschen zusammenrahmen. Genau, da ist ja das Ding auch herinnen. Hau ich da dabei dazu, ist ja wurscht. Das werden wir dann zusammenrahmen, herrichten. Und dann können wir später mal anfangen, wenn du willst. Warte mal. Ich tue jetzt da alles, was mit Dings zu tun hat. Einer. Mit dem Slowcamp Joes, genau. Ich hoffe, ich vergiss dann nicht. Ich kenn mich ja. Buschmagen, du hast jetzt nichts zu melden. Packs. Irgendwo habe ich einen Slowcamp Pass. Jetzt ist der Mitarbeiter dazu einer. 104 Tatos. Das ist. Haben wir. Ah, da haben wir den Schatz herinnen. Ist diverse. Das ist da. Oh, da haben wir, glaube ich, eh schon alles aufgeräumt soweit. Okay. So, Piperchen. Jetzt werden wir da weitermachen. Die werden wir uns jetzt noch ein bisschen gönnen. Ich glaube, das mit dem Gönnen wird halt nichts. Dafür habe ich jetzt einen Kleber braucht, ne? Pink. Ja, aber nur ein. Das ist ja wenigstens einmal was. Erhöht das Charisma. Dann brauchen wir den rechten Arm. Da können wir jetzt eh nichts machen. Pink. Da. Was? Na, du sollst einfach nur Tester machen. Genau. Und dich. Das ist sehr gut. Ich weiß, das schaut jetzt scheiße aus mit die Beine von der T60, aber ich habe nichts anderes momentan. Da müssen wir mit dem nächsten Level Up bei die Terminals ein bisschen mehr machen. Das werden wir auch machen. Ehrlich, warte mal kurz. Jetzt müssen wir uns mal schauen, was gibt's in den Daten? Wir haben eigentlich jetzt eh nur. Genau. Sanger's Ironworks. Und den Schaß. Boah, da gibt es so viel. Und wenn wir damit denn fertig sind, rauschen wir schnell um in Richtung Abernathy Farm, genau. Und dann schauen wir, was sie dort da hat. Dann können wir uns nämlich dort schon ein bisschen alles schon soweit herrichten. Dann können die Siedler kommen. Dort ist soweit alles fertig. Ja, genau. So machen wir es.
Nein, wir müssen das anders machen. Ich glaube, dass das sogar der falscheste Weg ist. Gehen wir da entlang. Genau, aber da ist ja ein Gunner-Stützpunkt, auf gut Deutsch gesagt. Und momentan habe ich es nicht mit den Gunner. Weil der Gunner kann er, kann er. Genau. In Kanada ist Kanada, außer ein Kanada. Oh Gott, ah ja, die verrunzelten, ah, die geschmiedeten sind's, genau. Ich hasse sie mit ihren Flammenwerfer und es geht schon los. Dumme Pute, du. Wow. Was du brauchst, ist eine Feuerversicherung. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Na. Mädel, das kann ich jetzt schon versprechen. Das Zeug ist den Aufwand nicht wert. Ja. Diese Geschmiedeten, die gängen mir so auf die Eier. Dafür geben sie aber... Aha. Hä? Wo sind die jetzt hin? Wenn ich denke, die Piper der Trampel. Jetzt verreck endlich! Nö, mach ich nicht. Okay, wenn sie meint, jetzt ist sie halt tot. Macht ja auch nichts. So, da, das können wir alles durch. Mein Schein, das können wir alles, alles, alles in Eigenbedarf essen, konsumieren und verschimmeln lassen. Der Piper, na, sind wir wieder aufgewacht, nachdem wir einen in die Fresse gekriegt haben. Ja, diese Folge wird aggressiv machen. Hm? Gunner sind eigentlich auch guter Dingensbums. Ja. Ich schon wissen, was ich meine. Oh, den Shit müssen wir mitnehmen. Und da kreucht und fleucht er für normal eine Todeskralle herum, ne? Hallo. Halt! Jeder, der hier durch will, muss eine Gebühr bezahlen. 1000 Kronkorken. Wie wär's mit einem kleinen Preisnachlass? 500. Komm schon, da geht doch noch mehr. 400? Kannst du dir das leisten? Ich hab das Gefühl, dass du gleich eine Zahl sagst, die mir gefällt. Hör zu, ich darf eigentlich gar nicht mit dir reden. Entweder gibst du mir jetzt das Geld oder ich knall dich ab.
Was soll's sein? I don't think so. Tut mir leid, aber Befehl ist Befehl. Boah. Ja, super. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was dran basteln. Die ist noch nicht so, wie man das vorstellt. Was haben wir da? Na, schauen wir mal. Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Na, momentan mit den richtigen, weil ich kann es heute gar nicht. Gemacht. Jetzt büßt du dafür. Also irgendwie bin ich heute zu blöd dafür. So, aus der Hüfte trief, ich weiß, aber aus durchs Vergrößerungsglasl nicht. Bist du noch immer da? Alter, am besten sie los aus heute. Mach du, geht's mir so heute. Geht mir heute nicht auf den Stiefel. Danke schön. Sternchen innen bitte. Innen ist das Wichtigste. Oh Gott! Wer? Wo? Ah, du. Ja. Oh Gott, du. Heute ist wieder ein Tag zum Davonlaufen, dir sag es. Anarmt. Uff, was kannst du denn essen, unser Mausel? Dr. Spike. Triffst du wenigstens jetzt? Holen wir andere Waffen. Ja, ich weiß, ich bin in der Hinsicht ein bisschen ein kleiner Jammerer. Ich weiß. Aber trotzdem, es macht. Ich will's dann doch immer irgendwie schaffen. Hätten sich lieber verziehen sollen. Na. Oh, komm, Piper, zurück zu den Geschmiedeten. Die mir da dann doch wieder lieber sind als diese dummen Gunner. Naja. Naja. Du kannst das nicht tun, solange du eine Powerrüstung trägst. Eine Powerrüstung trägst. Schau mal da. Dinge gibt's da. Mei, da müssen wir. Oh Gott. Da müssen wir den dummen Burm auch noch da müssen wir den Burm vor die Finch auch noch befreien, gell? Wir sind hier nicht allein.
besser. Hoffentlich hast du dein Testament gemacht. Scheiße, du versteckst dich vor mir. Du bist tot. Hast du Visier? Naja, Piper, ich bin da und ja. Müssen wir es einmal anders machen. Gutes Einsatzgelehrten. Was? Da hat sich wohl jemand an der Bruderschaft vergangen. Was ist da? Da war ja auch irgendwas. Weißt, das ist eine Mission, die macht mich richtig aggressiv. Was ist das alles? Das nennt man Stahlwerk, du Trampel, du. Wenn ich dich erwische, bist du tot. So. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Ich bin nicht da. Jetzt warte eine Minute, bis ich mich wieder da gefangen hab. Du Anus. Okay, dann gehen wir da weiter auf. Ah, diese. Na. Ach, da. Da bin ich aggressiv bei den Idioten da herinnen. Wenn wir uns jetzt Chick einfach so offen liegen lassen, dann macht man es so wie in der Realität, dann nimmt man das einfach mit. Aha. Die Idee war gut, aber leider hat sie zu nichts geführt. So. Muss das Terminal finden. Das Terminal ist eh da, Mädel. Du brauchst nur schauen. Dreams. Nö, das kann's nicht sein. Nein, das ist auch nicht. Nö, das kann's auch nicht sein. Gott. Snacks. Sneaks 2. Hä? Entweder ist es S. Die 2 S oder ist E A. Shit. Einmal wieder 10 Sekunden. Und drinnen ist... Aha. Müll. Ja, du kannst den Müll gern mitnehmen. Ich mag mich nicht mehr mit Müll um und dumm ärgern. Settle. Opened. So, komm mal, das ist nicht schon zu blöd. So. Dann haben wir... Na, da ist nix. Da ist nix. Aber. So. Da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir was. Dann müssen wir da weiter aufgehen. Okay. Da weiter. Und das war's dann eh schon. Jetzt fangen wir da bei Corner an. 0. Lovely. 2. Closet. Ja. Das Klo und das Set. Oder auch das. Lovely 2. Warte mal. P-L-E-A-D-S. Das kann's nicht sein. L-E-G. Legend. Genau, das war's. Das ging ja flott. Naja. Das wäre schon mal besser können. So. Scheiße, was war das? Nix. Jemand da? Das ist doch scheiße. Na, ist das nicht. Das ist halt einfach nur geschmiedeten Scheiße. Ich hab den ganzen Tag. Bring uns hinter uns,
Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, weil ihr geht's mir auf die Eier. Aber warte mal. Das ist. Das ist die Rückseite. Endstation! Das wird sein letzter Kampf, Kleine. Wow. Hä? Ach, weg. Einfach so. Na, er ist nicht weg, er ist ja da. Und schon müde? Ja, vor eurer ewigen repetitiven Sprücheklopferei. Scheiße! Haben sie verloren. Brauchst mich nur suchen, du Affe. Wenig Gehirn, was? Na, gar kein Gehirn, Piper. So, was hast du jetzt eingesteckt? Genau. Eine Farbdose, was ist da oben? Ah, das ist der weitere. Achso, für normal wären wir da umgekommen, aber da ist damals eine Abkürzung genommen, so gesehen. Da haben wir eine Batterie, den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Okay. Der E-Mail-Eimer. Ich würde sagen, Blick. Jetzt muss ich da mal kurz aussteigen. Oh Gott, oh Gott, ich sag das. Es ist zum Davonhursten. Wenn du glaubst, es kommt nicht mehr, kommt von irgendwo was Schlimmeres her. Braucht man nicht. Weg. 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 Warte mal. Mächtiger Verschluss. Waffenfreak Rang 4. Das ist das nächste, was wir uns holen werden. Präzisionsquim. Ich will dann. Da. Dann machen wir es so. Vielleicht haben wir bessere Durchschlagskraft. Was ich, ja, gerne haben wollen würde, aber dann doch nicht hab. So, und ich weiß, ja, ich schimpf und protze immer dumm, bla bla bla. Das ist ein bisschen so, aber keine Ahnung. Wenn ich was mache und das hasse ich wie die Pest, dann jammer ich immer dumm wie ein Rohrspatz. Sei's drum. Nobody is perfect und ich bin's schon gar nicht. Und wenn du einen perfekten suchst, dann bist du da leider falsch. Was haben wir da? Brauchen wir alles nicht. Okay, jetzt haben wir ja da auch. Na, Raider Tanner, was ist denn das schon wieder für Scheiß? Right Bundle, Harness. No Materials. Okay, das können wir auch herrichten. Das ist geil. Unser Mädel wird ausschauen wie der größte Klopfer. Okay. Jetzt schauen wir mal nur gerade, bevor wir in den nächsten Kampf gehen.
So, rein da mit uns. Und irgendwie mag ich es einfach, wenn ich irgendwie... Hoffentlich wirst du deine Roboterkräfte für das Gute einsetzen. Ich bin ja kein Transformer, du... Wie schaut's jetzt eigentlich mit unseren Dings aus? Mit unseren... Charisma... Boah, bist du deppert? Was könnte man da... Warte mal ganz kurz. Inventar. Wir haben ja sicher irgendwas, was uns kurzzeitig das Inventar in die Höhe aufschnelzen lässt. Irgendwelche Drogen oder sonstiges. Mal da nochmal ganz durch aufschauen. Absinth. Stärke, Ausdauer. Donut-Mix. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Fresh Coffee, den trinkst du mal, damit es da wieder besser geht. Daraus machen. Andere Idee. Andere Idee. Wir haben ja genug Hilfsmittel bei der Hand, eigentlich. Nur nutzen müsste man sie halt, gell? So. Jetzt sind wir schon bei plus 10. Und wenn wir uns... Wenn wir irgendwelche Drogen hätten, die uns in puncto Charisma noch ein bisschen weiterhelfen, bin ich gern bereit. Das weiß ich nicht, was so. Ah, es Bier war das, genau. Heilpulver. Und noch irgendwas. Irgendwas fürs Charisma. Da. Okay. Oh Gott, unser Charakter schaut aus. Wie schauen wir jetzt aus? Kleidung, Statistik. Plus 7. Da hat leider die Powerrüstung, die Powerrüstung des Schneuz, da ist Ding sauber, ha, ist Charisma. Bist du deppert? Ja, ja, da müssen wir jetzt ein bisschen laden. Damit mein Burm auch noch befreit kriegen. Weil ich weiß ja, dass da drinnen auch etwaiges Chaos herrscht. Schauen wir mal. Hilfe! Wenn sie versucht abzuhauen, töte sie. Du musst sie... Oh, ja! ...was hierher geschafft hast. Das war einfach. Die meisten von ihnen waren es gar nicht wert, geschmiedet zu werden. Siehst du, Jake? Hier ist jemand, der meine Zeit wirklich wert sein könnte. Nicht wie du. Aber sie werden mich töten. Ich hab dir alles gebracht, was du wolltest. Dinge von deiner Familie zu stehlen, beweist nicht deine Stärke, Junge. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert, das du mir gebracht hast, noch eine letzte Chance erhalten. Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch zu was Nütze bist. Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Die Leute sind keine Gefahr für uns. Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder du oder er. Oh Gott, was soll ich tun? Geh weg, Jake. Das musst du nicht tun. Bitte, lass mich gehen. Du hast recht, Jake. Ich will das nicht tun. Ich will nicht zu den Geschmiedeten. Ich will nur nach Hause. Letzte Chance, Jake. Wenn du ihn nicht tötest, bevor ich bis drei zähle.
Ist es vorbei? Eins. Hilfe! Zwei. Ben! Wieso fällt die Munition, Alter? Cheeriest place in all the world, where the river's made of quantum and the mountain tops are fizz, with fun and games and rides for all the moms and pops and kids. Well, it turns out there's a place with all the zip of Nuka-Cola. Come on down to Nuka World and see it for yourself. Alarm. Jetzt kennen wir ihn nicht mehr aus. Wer ist er? Also er ist der Bur, genau. Auf Nimmerwiedersehen. Zum Glück ist die Mission vorbei. Ich hasse sie wie die Pest. Ehrlich. Damit hat er irgendwo... Warte mal kurz, wir müssen da unten was mitnehmen. Wie ist denn jetzt der Bur? Wait. Was? Wo ist er denn? Das Typst eliminiert. Die Pflaume. Naja, gut. Wait, I'm sorry. I messed up. I panicked. Was hast du überhaupt bei den Typen gemacht? Ja, also, ich wollte... I thought we'd be raiding outside of the Commonwealth, and that if I joined them, I could provide for my family. Ich weiß es nicht. Gott, mein Vater hat recht. Ich bin so ein Idiot. Ich sollte wohl versuchen, zu Hause alles ins Reine zu bringen. Ich habe zwar kein Recht, dich darum zu bitten, aber wenn du mir beim Erklären hilfst... Dürfte es mit meinem Vater einfacher laufen. Wenn du ihm das Schwert meines Urgroßvaters bringst, wird sich das für dich lohnen. Er versucht immer fair zu sein. Ich warte an der Überführung in der Nähe der Farm. Ich entschuldige mich für die aggressive Vorgehensweise bzw. für meine aggressive Tonart in dieser Mission. Aber, ja, nicht mehr Fleisch und Bohnen können es retten. Okay. Dafür haben wir jetzt neue Rüstungsteile, dafür haben wir ein Level-Up und eine Dämpfungsspule für eine andere Mission. Ja, genau. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, Psychoanalytikum einer Familie. Was hast du vor? Kannibalismus, Piper, Kannibalismus. Ja, wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder mit Piper und zurück bei der Finch Farm, gell?
Baba. Na, das wollte ich nicht. Genau. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Hä?